Jo Freunde, Zilos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 21 Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und wir haben heute neuen Content von EA bekommen und zwar einmal den guten Kyle Walker und den Timo Werner als Showdown SBC Karten. Diese beiden Vereine treten jetzt am Wochenende, meine ich, läuft in 2 Tagen, ich glaube Freitag oder so, Samstag, treten gegeneinander an und ja Leute. Diese beiden SBCs besprechen wir heute. Ich guck mal kurz, ob noch irgendwas Neues rausgekommen ist an SBC, die wir besprechen können. Es scheint nicht so. Deswegen, Leute, besprechen wir diese beiden Karten. Wie immer würde ich mich freuen. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo, falls ihr kein Video mehr verpassen wollt. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und checkt das Video von gestern ab, Leute. Ich habe gestern Ronaldo Team of the Season gezogen. Ja, checkt das Video ab. Ich verlinke es euch oben hier gerade im Video. Dann könnt ihr es sehen oder in der Videobeschreibung. Schaut mal vorbei, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mit Kyle Walker an. Lohnt sich dieser SBC oder lohnt sie sich nicht? So, wir müssen hier 3 Sachen abgeben. Es ist eine sehr, sehr geile Karte. Er hatte die Innenverteidiger-Karte als Timos Rekarte bekommen und die war schon ziemlich krass. Und jetzt hat er eine noch bessere Karte, ja. Wird nicht ganz billig sein, aber hier ist das Gute, Leute. 40 Chemie, 60 Chemie, 65 Chemie. Das ist nicht schlecht. Deswegen wird die SBC nicht allzu teuer sein. Ich weiß nicht, der Markt hebt sich ja gerade so ein bisschen an, aber ich kann schlecht sagen, was die SBC kostet. Ich schätze mal 200.000 bis 300.000. So grob geschätzt 200.000 bis 300.000. Was bekommen wir für einen Spieler? Hoch Arbeitszahlen, sehr, sehr gut als Innen- und auch als Außenverteidiger. Starker Fuß rechts, schwacher Fuß leider nur 2 Sterne, speziell mit 3 Sternen ist okay. 1,83, weiter Einwurf ist auch ganz gut als Trade. Und die Werte, Leute, delicious, ja. Tempo 93, er hat halt quasi einfach Tots-Werte, ja, er hat Tots-Werte, 93 Antritt, 97 Spielergeschwindigkeit, Dribbling ist okay mit 85, Pass mit 84 ist okay, vor allen Dingen kurzer und langer Pass sind sehr, sehr gut, oder gut bis sehr, sehr gut. Die Ruhe mit 82 sticht hier so ein bisschen rein, aber wer Kyle Walker kennt, weiß, die Ruhe ist egal, Leute, ja, die Timos Wiecard hat eine schlechte Ruhe, glaube ich, gehabt, die können wir uns ja gleich nochmal anschauen. Und da hat die Ruhe auch nicht geschert. Verteidigung Physis brauche ich nicht viel sagen. Ist sehr, sehr stark. Hier ein Anchor drauf, ein Sentinel oder sogar ein Backbone. Damit ihr das Passen noch verstärkt. Und ihr habt eine sehr, sehr geile Rechtsverteidiger oder Innenverteidigerkarte. Und ich bin sehr am Überlegen, diese Karte zu machen. Das Ding ist ja auch, wenn City gewinnt, was ich denke, ja. Stimmt, die treten in der Champions League gegeneinander an. Klar. Natürlich, City gegen Chelsea. Natürlich. Deswegen haben die auch die beiden Karten jetzt. Oh Mann, ich bin ein bisschen brain as fuck manchmal. Natürlich, warum habe ich das nicht sofort gemerkt? Egal. Ich denke, dass City gewinnt und deswegen Kyle Walker ein +2 Upgrade bekommt. Aber Leute, nicht nur diese Karte ist rausgekommen, sondern auch der gute Timo Werner, der auch eine +2 bekommen könnte, wenn Chelsea Champions League gewinnt. Er hat Hochmittel, Spezialumgebung 4, schwacher Fuß 4. Optimal für einen Stürmer hoch, gering wäre vielleicht besser, aber Hochmittel ist auch okay. Tempo, Overall 94, super, Schuss 92, super, Dribbling 89, auch gut. Pass ist leider schlecht, obwohl 90 Pass für einen, oder 90 kurzer Pass für einen Stürmer ist super, ist mehr als gut. Langer Pass ist scheiße, Freischusspräzision braucht er nicht. Und die Physis ist auch sehr, sehr stark, ja, vor allen Dingen mit 95 Ausdauer und 87 Sprungkraft. Ein sehr, 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 sehr geiler Stürmer, ja, wie ich finde. Ich bin überlegen, beide einfach abzuschießen, weil ich Bock drauf habe, auch wenn ich Ronaldo untrade gezogen habe, Tots. Ich habe Bock auf diese Karten, ja. Wir gehen kurz mal auf mein Team. Ah, warte, ich habe euch noch gar nicht gesagt, was wir dafür abgeben müssen. Oh, habe ich voll vergessen. Wahrscheinlich genauso viel wie Kyle Walker. Ja, ist, glaube ich, genau das Identische, ne. 85, war das ein 84? Egal. Ich glaube, das ist identisch, 200.000 bis 300.000. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Die Packs, ja, die Packs brauche ich gar nicht auch drauf einzugehen, sind Müll, ja. Gehen wir mal kurz auf mein Team und dann gehen wir mal kurz drauf, was man denn für Spieler, wie man ihn linken kann und dann schauen wir uns noch die ganzen Karten an. Das ist im Moment mein Team, Leute. Hier der gute Ronaldo. Erst bitte 10 Spiele, 12 Tore, 4 Torvorlagen, schon eine heftige Statistik. Luzano ist krass. Barella schaltet ihn frei, wer ihn noch nicht freigeschaltet hat, weil er hat ja dann nur noch bis Freitag Zeit. Wir gehen auf den guten Kyle Walker. Rechtsverteidiger. Premier League. Wir gehen direkt auf Walker. Und schauen wir uns mal als Vergleich seine Team of the Week Karte als Innenverteidiger. Und natürlich kann man die auch als Ding spielen, ja, als Innenverteidiger. Ja, hier sehen wir +2 Tempo, +6 Dribbling. +6 Physis, obwohl er nur ein +4 bekommen hat, ja, +5 Def,
plus 7 passen. Also sein Upgrade ist super. Wirklich, sein Upgrade zu der Team of the Week Card ist optimal. Hier schauen wir uns ganz kurz nochmal die Ruhe an. Und die ist hier nur bei 76. Und keinen hat diese Ruhe gestört, Leute, ja. Und, ja, Linkbarkeit brauche ich nicht viel sagen. Es gibt viele, viele Linkpakete. Ich möchte noch ganz kurz auf Chelsea gehen. Was darf, weil da fallen mir nicht so viele Linkbarkeit an. Aber bei Kai Walker, Leute, genau, Jason Mount. Marcos Alonso, den er damals gemacht hat. Kante, what if. Pulisic gab es aus den Aufgaben hier. Rüdiger, wer ihn damals gemacht hat. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Havertz, James auch eine geile Karte als ZDM oder als Rechtsverteidiger. Und dann würde ich sagen, Leute, hat euch das Video gefallen, lasst einen Daumen nach oben, dann macht ihr eine von den beiden Karten, schreibt es in die Kommentare, ich bin da raus, haut rein, Leute, bis dann und ciao.